Was war's? 50 für next level. Willkommen zum Nerd Heaven. Dieses Mal bei Nerd Heaven. The Last of Us, das Game auf der PS3, leider nicht Remember Me, weil unser Verleger, wo wir es bestellen, ist es einfach zu spät angekommen und irgendwie haben wir es erst gerade gekriegt, genau. Deshalb The Last of Us. Jetzt gedreht, das kommt dann die nächste Woche, nächste Woche, Entschuldigung. Genau. The Last of Us ist ein Endzeit-Szenario-Game, Third Person gespielt von Naughty Dog, welches schon bekannt ist von Games wie Uncharted. Es bricht ein Virus aus und du fängst so 2-3 Monate nach dem Ausbruch an zu spielen. Das heißt, es gibt schon gewisse Instanzen, die dagegen ankämpfen, aber nicht alle wissen genau, worum es geht. Es wurde noch nicht genau herausgefunden, was es genau ist oder wo es ausbricht, wie es sich verbreitet. Und dann bist du halt zu Hause, du spielst die Tochter des Hauptcharakters. Du wachst auf, dein Dad ist nicht da, du gehst runter, du findest raus, dass er bei seinem Bruder war, dann kommt der Bruder vorbei mit dem Auto, ihr flüchtet und tragischer Unfall, sehr schockierend und dann gibt es einen Sprung von 20 Jahren. Und dann ist man der Vater, also der Hauptcharakter, man spielt ihn und ziemlich fertig, abgefuckter Typ, Vollbart, abgefuckte Klamotten, die ganze Welt ist ein bisschen abgefuckt, aber sie haben es geschafft, gewisse Stadtteile einzudämmen, so dass man normal leben kann. Und dann fängt das Spiel an, man hat eine Freundin, Bumsbeziehung, irgendwas, die kennen sich halt schon lange, vertrauen sich und versucht mit ihr so einen Handel mit einem anderen Typ über Waffen zu machen. Also sie geben ihm Waffen, dann gibt er ihm Coupons, die man braucht, um Essen und Kleider und Getränke und so zu holen, weil ohne das kriegt man nicht. Ja, Geld gibt es ja nicht mehr. Genau, es gibt kein Geld mehr, man braucht die Coupons. Das erinnert mich übrigens ein bisschen so von der Umgebung her an I Am Legend. Hat das stimmt, ja, das stimmt. Wie die Stadt zerrüttet ist und alles. Passt eigentlich ziemlich gut, I Am Legend. Auf jeden Fall geht man dann raus in die Welt, versucht sich diesen Deal zu sichern, man findet raus, man wurde übers Ohr gehauen, dann macht man den Typen fertig, der versucht irgendwie sich da rauszuschleichen, schickt dir eine halbe Armee, die du natürlich kalt machst oder alle dich durchstelfen kannst oder nee, alle sie ausschalten kannst, so wie du halt gerne spielst. Wenn du gerne Stealth oder Kampf spielst. Und ist ja gut. Und dann kommt man eben bei einem Typ an und dann versucht er sich zu entschuldigen, dass er jetzt die Waffen verkauft hat. Und die haben wir am liebsten. Deshalb haben wir ihn dann kalt gemacht. Genau, richtig. Dann findet man raus, dass die Waffen an einer Organisation weiterverkauft wurden und damit man sie zurückbekommt, plus einen Bonus, muss man was aus der Stadt schmuggeln. Genau. Und das ist nicht irgendwas, sondern das ist ein kleines Mädchen. Sie ist zwar klein, aber ihr Mundwerk ist bestimmt nicht klein. Das ist größer als sie. Nein, problemlos. Das Mädchen ist Mitte 14 und ihr Mundwerk Mitte 50. Holy shit. Oh, fuck you. You fucking fuck. Shit. The fuck with the bullshit. Fucking no shit. Shit. The fuck out. Aber nicht hier. Nee.
Gar nicht, er sagt eigentlich fast gar nichts. Er ist eigentlich ziemlich ruhig. Er ist ziemlich ruhig, sein Charakter entwickelt sich im Verlauf des Spiels noch, genauso wie ihr's. Aber er hält eigentlich nicht viel von anderen Menschen, er vertraut eigentlich nur seiner Freundin. Und dann ziehen sie eben zu dritt los. Und sie erfahren dann, dass sie nicht irgendwie in eine Nebenstadt geschifft werden muss, weil der Abholpunkt wurde überfallen und alle sind tot. Also müssen sie sie wirklich quer über das ganze Land bringen. Und dann fängt eigentlich die ganze Hetze ja an. Man hat so viel Abwechslung im Spiel. Man ist unter Wasser, man ist in einem Schneegebirge, man muss Tiere jagen, man muss natürlich überleben. Das geht, es gibt durch vier Jahreszeiten. Genau, ja, über ein ganzes Jahr. Das Ganze bleibt auch tierisch interessant, denn die Kleine, die man dabei hat, kann zum Beispiel nicht schwimmen oder kann sich durch enge Gänge zwängen, wo du nicht hin kannst. Oder du kannst irgendwo raufhieven, damit sie dann was aufmachen kann oder und so weiter. Also es bleibt wirklich spannend durchs Game hinweg. Genau. Es gibt auch recht coole Action-Passagen, in denen du dich durchkämpfen musst. Es gibt Schleichpassagen, in denen kannst du entscheiden, ob du kämpfen willst oder nicht. Auch die ganzen Collectibles, die man hat im Spiel, die man sammeln kann und die zur Story beitragen. Es gibt ganze Briefe, Abschiedsbriefe von gewissen Leuten an Verliebte, an Töchter, Söhne, Enkeln. Und teilweise kann man die Story über diese Leute dann erfahren, wenn man die Sachen sammelt. Es sind auch wieder so kleine Geschichten, die da entstehen. Genau. Cool. Auch ganz cool eben die Comics, die Ellie sammelt, kann man finden, die eben Anspielungen auf andere Comics oder Filme sind. Wenn der Hauptcharakter was macht, dann sitzen die anderen Charaktere hin oder gehen sonst Sachen durchsuchen. Und wenn sie was durchsucht haben, gehen sie nicht eine zweite Sache durchsuchen. Also durchsuchen sie den Ort nicht das zweite Mal, sondern gehen woanders hin. Ja, sie gehen also sehr gezielt vor. Also Ellie geht einmal mit der Taschenlampe rum, leuchtet wirklich alles ab, wie es Sinn macht. Und zum Teil sagt sie auch, wenn sie was findet. Genau. Das ist recht cool. Und dann war ich eben in diesem Mädchenzimmer und dann hat sie gefragt, ob ich kurz mit ihr reden will. Weil sie hätte da was auf dem Herzen, dann kannst du das abweisen oder du kannst ja sagen und dann redest du mit ihr und dann erfährst du immer ein bisschen mehr von der Story. Auch der ganze Hintergrund von Joel, was er in diesen 20 Jahren gemacht hat und was da damals genau passiert ist, das erfährst du nur, wenn du über das ganze Spiel immer wieder mit ihr redest, beziehungsweise sie dich immer fragt und du das akzeptierst und ja sagst und dann mit ihr redest. Ja, es gibt auch so Punkte, wo es ein Dreieck gibt und so ein Zeichen dazu, wo man weiß, hier gibt es ja jetzt eine Textsequenz. Es braucht es nicht fürs Spiel. Aber es gibt ein Gesamtbild und das macht es sehr interessant, vor allem für die Leute, die sehr gerne die Stories haben und detailverliebt sind. Genau. Auch der Virus, der entsteht, der ist nicht irgendwie aus der Luft gegriffen oder nicht wieder irgend so ein 0815 Zombie-Virus, sondern es geht um eine Pilzspore, die gibt es. Und in unserer normalen Welt ist es so, dass die sich über Ameisen und sonstige Insekten legt und dann ihr Gehirnfunktion anfängt zu übernehmen und sie dann kontrolliert. Und beeinflusst sie dann, damit sie, das Insekt geht dann an einen sehr günstigen Ort für den Pilz, um zu wachsen und stirbt dort. Genau. Ja, das ist recht krass, muss ich sagen. Also, ja. Ich bestelle nie mehr Pizza am Kugel. Nee, also nie den mehr. Pilz gibt's wirklich. Ja, den gibt's wirklich. Und in diesem Szenario hat sich der Pilz so weiterentwickelt, dass er Menschen übernehmen kann. Und der erste Stadium ist einfach, dass wenn du die Sporen über einen langen Zeitraum einatmest, oder Körperflüssigkeit mit einem Infizierten austauscht, dann bist du auch infiziert. Also das übliche Beißen, Kratzen und was weiß ich was. Genau. Was, ja, genau. So weiter. Auch ganz cool ist, dass man die Waffen verstärken kann. Das sind nicht irgendwelche doofe Upgrades, sondern man findet Manuals, in denen man erklärt, warum, also wie man die Waffe besser einsetzen kann. Zum Beispiel steht bei einem Molotow, wenn du den Molotow statt an einen Gegner auf den Boden schmeißt, wo zwei Gegner stehen, dann brennen die natürlich beide, weil das splätschert und dann bist du halt voller Alkohol oder Benzin und das fängt natürlich Feuer. Und ab dem Zeitpunkt, wo man das Manual gelesen hat bzw. gefunden hat, gibt es eine höhere Fläche. Weil du weißt dann, als der Spieler weiß dann, okay, wenn ich das so und so mache, dann habe ich einen größeren Radius, den ich abdecken kann. Also alles wirklich sehr, sehr logisch. Ja, also wirklich, sie bauen es eigentlich ein, gameplay-technische Upgrades von den Waffen, die du liest als Charakter, beziehungsweise dein Charakter lernt es und dann passiert es. Auch wie du selber levelst, ist sehr, sehr witzig. Sie haben sich da jetzt überlegt, mit Medikamenten zu arbeiten. Und zwar, dass zum Beispiel das Leben, damit du eine höhere Lifebar hast, musst du natürlich Medikamente finden, die dein Leben erhöhen. Oder deine Sinnesschärfe, die wird auch erhöht durch Medikamente. Und es gibt ja Medikamente, die deine Sinnesschärfe erhöhen. Dementsprechend witzig.
Auch witzig, dass du für gewisse Sachen 100 Pillen reinschmeißen musst. Ja, das ist das Einzige, was ein bisschen seltsam ist, aber ich finde das Level-System ein wenig komisch. Ich finde es witzig. Ja, es ist witzig, genau. Es passt vielleicht nicht ganz in den Rest, der sehr realistisch ist. Wenn man die R2-Taste gedrückt hält, dann kommt sein Gehörsinn zum Vorschein sozusagen. Finde ich immer ein sehr cooles Feature. Genau, ja. Weil man sieht dann sozusagen Gegner durch Türen oder Decken oder was auch immer, wenn sie Geräusche machen. Wenn sie aber stillstehen, dann siehst du sie nicht. Genau. Die Grafik ist auch ziemlich bombastisch. Also absolut. Wir haben schon einiges angetönt von wegen nass sein und trocknen und so weiter. Genau. Die Wasserspritzer, die rumspritzen, wenn man sich bewegt. Und ja, es gibt viele coole Details im Game, die wirklich auch grafisch, ich meine, was ich immer mache, ich gehe irgendwo hin, wo man nicht unbedingt hin sollte und schaue mir die Grafik so an. Und doch, das macht er. Ja, das mache ich immer, weil ich will sehen, wie viel Mühe sie sich geben, irgendwo an einem Ort, den man nicht unbedingt hin muss, trotzdem schön aussehen zu lassen. Und ich muss sagen, 90% von der Zeit wurde ich nicht enttäuscht. Was auch schön ist bezüglich auf die Grafik ist, wenn man in die Häuser reingeht, jeder hat wirklich eine andere Innenausrichtung. Das ist krass. Das Fernsehermodell ist immer anders. Zum Teil haben sie noch einen Videorekorder oben drauf. Sie haben Bilder aufgehängt. Ich glaube, ich habe kein Bild zweimal gesehen. Bis auf das so ein Bandplakat eben, The Bash. Ja. Das sieht man öfters. Aber das ist nachvollziehbar und sonst sehr unterschiedlich. Das ist ja sehr schön. Zweimal ist es passiert, dass wir einen Stein gesehen haben, zum Beispiel irgendwo lag ein Stein rum und der war nicht richtig texturiert oder hat was gefehlt schwarz, oder so. Oder war einfach schwarz. Aber war nicht oft und ich meine, Fehler hat jedes Game. Es ist keines absolut perfekt und ja, wir haben nur 2-3 Fehler gefunden, von dem her wirklich sehr gut. Ja, wir hatten immer gut Ausschau mit den Fehlern und dieses Game hat uns wirklich weggehauen. Ja. Weil die Erwartungen waren jetzt nicht so groß, obwohl ich ein extrem großer Uncharted-Fan bin und ich allgemeine so Adventure-Games mag mit rumklettern und Sachen bauen und Hindernisse und Rätsel und da gab es auch einiges. Aber da bei neuen Titeln bin ich immer sehr vorsichtig, aber dieses hat mich wirklich weggehauen, wenigstens anderes. Also genau. Geräusche technisch auch, von wegen Fehlern und so. Ja, genau. Wenn man über Sachen drüber läuft, machen sie Geräusche. Das haben sie sehr gut rübergebracht, wenn man über Scherben läuft, dann knirscht es über Gitter, dann hört man das Gittergeräusch. Schnee. Einmal, Schnee, genau. Blätter. Einmal haben sie das effektiv vergessen, da kann man über Scherben laufen, die machen kein Geräusch. Aber eben. Wie gesagt, wenn so vieles stimmt, dann fallen die Fehler eher auf. Und es sieht praktisch jeder Ort, wo man hinkommt, sieht einfach anders genau aus. Soundtrack? Die Musik, der Soundtrack. Ja, der Soundtrack finde ich sehr speziell, sehr cool eingesetzt, weil meistens ist es im Spiel still, keine Musik. Die Musik wird wirklich sehr selten gestreut, wird sehr effektiv eingesetzt. Das heißt wirklich dann, wenn es sich, wie soll ich sagen, anbietet, dann wird mit der Musik noch die ganze Szene unterstützt. Sehr ruhiger, zum Teil eher melancholischer Soundtrack. Passt sehr gut. Passt sehr gut, finde ich sehr cool. Auch die Abspannlieder fand ich sehr passend. Oh ja. Hammer. Ja, willst du es noch vergleichen kurz? Nee. Vergleichbar ist es mit ganz klar Uncharted 3. Es ist ganz klar eine Abhebung. Es ist vom Gameplay zwar sehr, sehr ähnlich, aber die Horrorelemente werden gut rübergebracht. Und die Rätselelemente werden auch gut rübergebracht. Wie kommst du jetzt über die nächste Abspaltung oder willst du da wirklich hin? Es gibt Türen, die du nicht öffnen kannst, musst du aber auch nicht, um weiterzukommen. Und alles so Sachen finde ich genial. Das erinnert auch sehr an Fahrenheit oder Heavy Rain, genau. Und es ist wirklich ein geiler Mix, weil es ist immer dieses Feeling, als würdest du einen Film schauen. Ja, genau. Und am Anfang bist du noch nicht sicher, ob du die Charaktere magst, aber mit der Zeit wachsen sie dir wirklich ans Herz. Es gab da eine Passage, da hat ein Typ versucht, Ellie richtig fertig zu machen. Und als ich dann mit Joel reingestürmt kam, war ich wirklich aggressiv auf den Typen. Ich wollte ihn jetzt wirklich so die Fresse polieren, weil er jetzt das kleine Mädchen verletzt hat. War allgemein ein sehr cooler Part von Game, weil es immer zwischen den beiden hin und her sprang. Wirklich wie ein Film. Dementsprechend, weil das Spiel voller geiler Details ist, weil die Story nie langweilig wird, weil das Gameplay so viele Diversifikationen hat, ist es für mich eine fast schon 10 von 10. Fast schon? Oder eine 10 von 10. Eigentlich schon. Ich hatte es sogar in meine Top 10 Best Games of All Time geschafft. Dementsprechend ist es für mich eine klare 10 von 10, weil das Spiel
kann ich so vielen Leuten empfehlen und ich bin mir ziemlich sicher, dass es allen genauso gefallen wird. Ich meine, 10 von 10 nicht falsch verstehen. Es ist nicht ein perfektes Spiel, das gibt es nicht. Aber die 10 von 10 ist einfach, hol's euch. Es ist jeden Penny wert. Das war's eigentlich schon von The Last of Us von dieser Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, das Video zu teilen, zu liken, zu sharen und es zu genießen. Und vergesst nicht, unten in die Kommentare zu schreiben, wie euch das Spiel gefallen hat, ob ihr es euch jetzt holen werdet. Wenn die schwarzen Steine gefallen haben. Vergesst nicht, unten in die Kommentare zu schreiben, dass ihr subscriben vergessen hat. Und subscriben? Oh, ich hab subscriben vergessen. Ja. Kacke. Und wir sehen uns am Dienstag. Mein Name ist Jack. Vergesst nicht, das Video dann noch zu genießen. Ja, ich bin Joey. Und ich bin heiß. Hier drin ist zu heiß, tut mir leid. Ja, es ist warm, deswegen noch kein Hoodie. Ja, können wir uns abkühlen gehen? Ja, gehen wir Cocktails raus. Ich will ein Bier. Ich will drei Bier. Ich will Freibier. Check da ab mit.